Gut. Nächste Runde. 22 ISO-Monate vorgezogen. Genau, ich habe noch meine zweite Aktion, mit der würde ich mich dann auf die Kämpfenden zubewegen. Da ich ja schon eine Aktion gemacht hatte, kann ich nicht mehr sprinten, sondern nur meine 8 Schritte gehen, 7. Sieben, dann kannst du dich ja mal bitte bewegen. Rafim hat sich da auf alle Fälle hinbewegt. Du hattest, also Rafim hatte diesen abgerissenen Kopf von Yalan gesehen. Irgendwas wurde da gekämpft. Vielleicht ist Yalan schon ein Skelett, ein Nekro. Irgend von einem Nekromanten erhoben. Rafim hat noch eine Aktion. Wieso habe ich denn nur noch eine Aktion? Ich habe doch drei. Ja, wenn ich wenn du dich bewegst. Wenn du kämpfst mit Aktion, ja. Wenn du Aktion Ah, Position okay. aufgibst, nein. Ja, dann hau ich nochmal den blöden weißen Hetzer. Ja, der lebt noch. Hatte der eben gebissen? Ja, hatte er. Der Er hat hat mich ja lange zweimal. gebissen Und hat eine Reaktion zum Drehen verwendet. Ja, stimmt. Mach doch mal eine Ansage. Wieso denn? Weil Ja, du auf ist die ja endlos. 24, eine 5 kannst du immer reinlegen. Ja, guck's dir an. 19 Schaden, so, bums. Tot das Ding. Alter! Kannst Ja. du mal ganz mal weggehen? Das ist nämlich die Bohrensichel, wenn die zweihändig geführt wird, da bumst die nämlich. Ja, hat halt nur Distanzklasse S. Ja, ist ja egal, wenn ich mehr Ini hab. Einer lebt noch. Ja, noch. Nächste Kampfrunde. Ja, das möchte ich gerne vorziehen. Ich, ja, nur bin ich. Was wird er tun? Ja, okay. Dadurch, dass er nur gegen dich kämpft. Ja. 3. Schlägt zweimal zu. Oh. Er schlägt zweimal zu. Dann halte ich ihn zweimal gegen. Das zieh ich vor. Also Okay. ich lasse ihn. Ich lasse ihn schon. Also wenn Ralfim ihn jetzt hinrichten möchte, bitte. Aber ich lasse ihn ansonsten erstmal arbeiten. Bewegungen sind 8 Meter mindestens, 7 Meter mindestens. Damit kannst du auf alle Fälle an. Ja, stell dich mal nicht auf die Leichen. Das ist also. Kannst natürlich auch mit dem Sprung den Kopf zermanschen, aber. Ja, und dann kriegt er jetzt einen 5er Wuchtschlag in die Seite. Ach, du hast dazugelernt. Ja, kein Geiz. Siehst du, deswegen sage ich auch nur die Die 5er. 18. Jetzt war der 6 angesagt. Ja, er kann nicht parieren. Ja, stimmt, der kann nicht. 22 Schaden. Ist gar nicht so viel. In das linke Bein. Mit 6 Punkten Rüstung ist das echt nicht so viel. Eins, zwei, drei. Das ist eine Selbstbeherrschungsprobe. Und das ist noch eine Selbstbeherrschungsprobe. Er nimmt sie wie ein Mann. Wohin? Bein. Du brichst ihm das Knie. Er grinst nicht, aber er fletscht die Zähne ebenso wie sein weißer Hetzer eben und knurrt dir irgendwas auf Zayat zu. Ach, ich bin dumm. Das ist richtig. Warum? Ich habe vergessen, dass ich ihm ja eine Distanzklasse überlegen bin. Eigentlich hätte er seinen Angriff gerade eben erschwert gehabt. Hätte aber trotzdem getroffen, also egal. Gut. So, Rafim hat davor gezogen. Yalan? Ach komm, es lohnt sich nicht entgegenzuhalten. Machen wir einfach einen 7er Wuchtschlag und fertig sind wir. Ich wollte gerade sagen. Check. Was hattest du an Schaden? 22 minus 6? Und ich habe auch nochmal 22 minus 6 anzubieten. 18 und 18 Auch sind nochmal. Ich 18. Ja, das sehe, ist wie Rathim das Bein 32. zertrümmert. Der Typ nimmt sich so diese halbe Sekunde, um gehässig zu grinsen. Die nutze ich direkt und hau da nochmal drauf, weil viel Substanz kann da nicht mehr sein. Ja, mit einer Hebelwirkung, das Knie knackte eben in die eine Seite. Du hebelst dann einmal von der Innenseite, durchtrennst dann die Kniescheibe. Er guckt noch fassungslos am Bein hinterher und dann könnt ihr gemeinsam, ja, beschreibt die Hinrichtungsszene. Also muss jetzt auch nicht auf dem linken Bein sein. Ich hab's ja gerade schon gesagt, ich hau ihm das eine Bein noch weg, er stolpert dann zu Boden und bevor er noch irgendwelche finsteren Götter um Hilfe bitten kann, setze ich ihm nochmal die Schwertklinge durch die Brust, ramme sie noch ein Stück in die Erde. Easy, mit einem kräftigen Ruck dann wieder raus. Schau auf ihn an. Gut. Danke. Birne, der würde über die Leiche schreiten und sagen, die anderen brauchen Hilfe. Aber mir. Sind die alle jetzt raus aus dem Haus, oder? Das war jetzt zwei Kampfrunden. Zwei Leute sind raus. Du hast sie überredet. Sie springen jetzt. Also sie benutzen dein Seil nicht mehr, sondern springen runter. Gut, dann Würfel mal lass ich. eine exemplarische Körperbeherrschungsprobe für die. Die würfeln natürlich nicht auf die 15, 15, 15. Nee, nee, Ich auch nicht. ich würfel eine exemplarische. Ja, So, das haben wir danke. haben gesagt, Das ist sie schlechter. springen von Nicht 3 besser. Meter. Das heißt 1, 2, 3 minus 3. 10 Schaden. Da knackt das Bein. Und ja, quasi sind jetzt alle unten. Du denkst dran, dass es bei bewussten Stürzen SPA sind, ja? Ach, du hast recht, das sind dann 5 Schaden und keine Wunde. Gut.
Ich würde das Seil lösen und hinterher rennen zu den anderen. Ist eine Aktion lösen oder? Eine Aktion lösen und den Stab wieder zu einem ordentlichen Stab machen, ja. Und dann zweite Aktion, mich pinnen bewegen. 7, ne? Richtig. Genau, etwa. Ja, 8 Meter. Kiaras folgt wie immer, der tut still und leise das, was ihr tut. Aber mir ist fertig. Ihr Heilgardisten, diesen tot, die anderen sind auf null. Die anderen, die hier drin sind, sind mit ihrem Massaker fertig und laufen durch den Flur. Das, was hier im Inneren passiert, die laufen außen rum mit dem weißen Hetzer. Die anderen klettern hoch. Ihr Heilgardisten sind durch. Galen hatte vorgezogen. Iserun. Ja, ich sehe ja, dass da vorne nichts mehr lebt, was nicht zu unseren Freunden zählt. Ich würde gern mal drauf horchen, wo sich die Leute im Haus bzw. im Hof hinbewegen. Also ob ich das verfolgen kann, wo die gerade hingehen. Schwierig. Also du hörst, dass der zweite Hund, der zweite Hetzer auf alle Fälle jetzt bellend weg von dir läuft. Du kannst das grob deuten. Immer mal eine Orientierungsprobe, dann verrate ich dir mehr dazu. Oder Kriegskunst. Kriegskunst ist es. Das kommt dir sogar entgegen. Oh ja. 10. Ja, also, nächsten Aktionen werden sein. Die hier werden hochklettern. Du hattest ja gehört, dass die hier geschlachtet haben. Das heißt, die werden hier auf alle Fälle durch das Fenster kommen. Und die hier werden außen rumlaufen, entweder so rum oder so rum. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Verstärkung zu rufen. Das Trollzackertor ist ganz in der Nähe. Das liegt dann hier im Osten. Also die eigentliche Richtung wäre an der Mühle vorbei, wieder zurück in die Hecke, zurück zur Mauer und da dann warten. Das wäre so die nächste mögliche Aktion, zusammen auch mit den Zivilisten. So weit kann man nicht. Vielleicht kennen die noch einen anderen Unterschlupf, aber zumindest können wir aus der Initiative rausgehen. Der andere Jagengard ist den hier unten. Ich glaube, der kommt auch auf euch zu. Den könnt ihr dann auch nochmal schlachten. Also der kommt um die Ecke, der sieht uns und der geht, dem fällt ein, dass er noch die Wäsche auf der Leine hat. Die werden trotzdem sterben, aber der gehört Rafim der Kill. Nicht mehr. Würde ich dir nicht. Ich kriege mich gerade an meinem Halt dran. Ihr könnt euch auf alle Fälle zurückziehen, wenn ihr das nicht auskämpfen wollt. Es sind nicht alle tot, definitiv nicht, aber ihr habt Zeit gewonnen. Müsste man sich jetzt überlegen, ihr könnt auch weiterkämpfen. Also erstmal Rafim und ich schließen zu den anderen auf. Ich ziehe euch mal alle zu dem Baum. Wenn du es mir erlaubst, möchte ich in der Zeit kurz einen Haltrank aufgekorkt und getrunken haben. Das sind 5 Aktionen, nee, das gestehe ich dir nicht zu. Okay, dann. Wie viel Uhr ist es jetzt eigentlich? Entschuldigung. Boah, 4. Sonne geht auf. Was ist mit den Zivilisten? Die sind bei euch. Ja, dann tun erstmal das, was ihr tut. Aber wie gesagt, ihr habt nicht viel Zeit. Also Iserun, du weißt, die kommen hier raus und nach 5 Aktionen sind die auch wieder nicht mehr blind. Also das ist noch nicht durchgestanden, ihr müsst hier weg. Friedrich hat gerade eine Flasche rumgestikuliert damit. Also, wie sieht es jetzt aus? Kettenfähre, doch noch durch den Durchgang oder raus? Entscheidet euch. Durchgang. Wir bringen die alle auf. Wir können euch zeigen, wo es ist, aber wir müssen erstmal hier weg. Ja, zeigt uns. Gut, dann macht es. Wo lang? Führt uns. Die Zivilisten gucken. Wir müssen zu dem Haus. Bedeutet Gruppe die Richtung, wo Jalan war. Erklärt es uns, wo ist der? Schnell. Einer von den Knechten holt da so einen Schlüssel in seinem Gürtel hervor. Damit! Ich nehme den. Danke. Travia, sei es euch gedankt. Versteckt euch in der Mühle, wir kommen euch holen. Schnell weg mit euch. Und damit humpeln sie los, ihr könnt weiteres Hundegebell hören und lautes Fluchen. Und hört die ein Knatschen. Jetzt heißt das noch einmal eine Aktion Athletik. Ja, was ich eben mit der Uhrzeitfrage bewirken wollte. Wir haben ja unseren Pfeilblütentee getrunken und der wirkt binnen 3 Stunden. Oh, dürfen wir jetzt? Wann seid ihr denn, habt ihr am Anfang getrunken, ne? Ich hab's ganz am Anfang extra gesagt. Ja, dann habt ihr die jetzt. Oh, ja, okay, dann kann ich mir nicht auch den Haltrang schenken. Doch, es sind sogar 6 Aktionen, nicht 5, wenn du irgendwas vom Gürtel ziehen willst und dann gucken. Ist mir egal, das ist eine mittelmäßige Anzahl an Aktionen, die ich jetzt gerade nicht also, habe. Also, was ich euch zugestehe, ihr könnt auf alle Fälle dann in der Dämmerung dann Romulus betreten, und zwar indem ihr hier wieder über die Mauer rüberspringt, der Hund, wie gesagt, immer noch tot, der hier liegt, von Rafim dann getötet, könnt euch die durchgebrochene Tür sehen, könnt dann über euch irgendwo noch an den Fenstern hören, die jetzt nach und nach durchkrabbeln. Ihr habt jetzt nicht viel Zeit, müsst dann direkt weiter zu dem Fuhrwerk.
Und dann mit einer Fingerfertigkeitsprobe, dass den Schlüssel reinstecken, das Schloss knackt. Fingerfertigkeitsprobe? Ja? Ich hatte ihm den Schlüssel abgerissen, also muss ich wohl, oder? Ich will nicht, aber es reicht. Es reicht. Es klackt und du kannst, ihr könnt gemeinsam dann mit dem ersten Sonnenstrahl, der aufgeht und dann das Dach küsst, auf dem jetzt gerade die ersten Köpfe nach euch suchen, in das Haus. Was hat er gesagt? Ihr drüben, richtig, wa? Richtig. Darunter. Ihr sucht nach einer Fallluke, könnt sie dann auch aufstoßen, so ein kleiner Ring, den ihr nach oben zieht und steht dann ja vor so etwas wie am Eingang in die Kanalisation. Tür haben wir hinter uns abgeschlossen. Das könnt ihr natürlich tun. Ich folge nicht lange Nase zu und durch. Also ich stecke mein Schwert weg und decke jetzt wohl einen Tritt, klettere ihn ab. Ja, ich würde dann mit meinem Stab leuchten. Jetzt kommt der Dämon, der uns frisst. Schließ mich an. Ist das wirklich eine gute Idee in einer Kommt ihr wohl! Nun gut. Ich macht meinetwegen euren Flimflam, aber irgendwie müssen wir was sehen. Ist knapp dem Tod entronnen und will noch mit der Kanalisation diskutieren. Nein, ich rede von Vollgasen, aber okay. Was soll das denn sein? Einfach laufen, Amemir. Einfach laufen. Ich stecke cool. Unten noch eine Zigarre an. Ich habe keine Jagdgier. Und der Letzte macht die Türe zu. Ja. Ja, ich würde auch wohl den Schlusslicht der Gruppe bilden und da die Tür verschließen. Dann lehne ich mich erstmal an die Wand und atme so tief durch, wie ich es nicht wage. Wir sollten aufhören, das alle zwei Tage zu tun. Ja, richtig. Alle Gliedmaßen noch dran? Das meiste. Ich glaube, einer von diesen Zähnen ist durch ein Kettenglied gerutscht. Na, ich habe noch ein wenig Wundpulver, aber verschieben wir das. Hinterher. Zeig doch einmal diese Karten nochmal. Ihr habt die. Ah, achso, gut, dann hole ich die Karte raus. Etheron kommt ein wenig näher. Ich ist denke nicht. Naja, doch. Ist die Karte jetzt UI aufgedeckt auf der Map Tools? Nee, ich muss auf die Rommelis-Karte wieder. Achso. Kannst du sie bei der Kanalisation sehen? Ihr merkt wohl, dass es merkwürdig warm ist. Normalerweise scheint hier nicht die Sonne, andere Feuer werden hier nicht hingetragen und doch ist die Luft warm und feucht. Einhüllen. Und auch mit Travias Herdwärme hat dies nichts zu tun.